zeigen zwischen einem Swazaki oder wenn die Hips nach unten gehen und zwischen nach oben. Da ist ein kleiner, feiner Unterschied. Schau, wenn ich nach oben gehe, also die Hips, die Hüfte nach oben nehme, mache ich das so, indem ich meine Balance, also mein Gleichgewicht in der Mitte halte und seitlich nach oben gehe. Seht ihr das? Also ich gehe nicht nach links oder nach rechts, sondern ich versuche nach oben auszuweichen. Habe auch mein Gewicht in der Mitte. Also ich wechsle mein Gewicht nicht von einer zur anderen Seite, sondern hier hoch und hoch. Das heißt, ich verkürze die eine Seite und ziehe sie wieder lang nach unten. Der Akzent ist auch in diesem Fall nach oben. Schau. Hoch und hoch. Hoch und hoch. So, der Unterschied zwischen dem Swazaki, also den Hips nach unten, ist, indem ich mein Gewicht verlagere. Schau, schau. Eins, zwei. Eins, zwei. Also ich wechsle komplett mein Gewicht nach links und dann nach rechts. Ich ziehe auch gerade nach unten, also nicht nach außen oder mit einem Bogen, wie die Maya oder die Acht nach unten, wäre ja mit einem Bogen. Nein, ich gehe direkt runter. Während ich runtergehe, ziehe ich die andere Seite aber nach oben. Sonst funktioniert das nicht. Ja? Also ihr müsst die andere Seite nach oben ziehen und dann im Wechsel die linke Seite nach oben und die rechte Seite nach unten ziehen. Auch Gewicht verlagern. Das sieht so ein bisschen aus, als würde ich wie ein Pinguin laufen. Nur, ich möchte dabei nicht springen, sondern ihr probiert irgendwann auf flachem Fuß zu bleiben und das in diesem Zustand zu machen. Ja, also, los, lasst uns zusammen trainieren. Nach oben 4 und nach unten 4. Okay, also, los geht's. Bereit? Und nach oben fange ich an. Und 1, 2, 3, 4 nach unten. 1, 2, 3, 4 nach oben. 1, 2, 3, 4 nach unten. 1, 2, 3, 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.